Ich muss sagen, ich war sehr angenehm angetan. Auf der einen Seite mal von der tollen Gestaltung der Heiligen Messe im Dom. Erstens einmal die bewegenden Worte des Herrn Bischofs. Zweitens diese hervorragende Uraufführung der Messe durch die Jagdhornbläser war für mich sehr beeindruckend. Die Akustik des Doms ist so richtig zur Geltung gekommen. Und natürlich dann die Jubiläumsveranstaltung, sehr modern, sehr innovativ, mit guten, wirklich guten neuen Ansätzen. Und ich glaube, so kann der NÖ-Jagdverband in eine gute Zukunft geführt werden. Das Highlight war natürlich für mich die Präsentation der neuen Zentrale, die ja demnächst kommen soll, am Kardinal-König-Platz Nummer 3. Wir als St. Pöltnerinnen und St. Pöltner und als deren Vizebürgermeister darf ich mich ganz besonders freuen, dass der NÖ-Jagdverband hier in St. Pölten seinen Bürositz aufschlagen wird. Also ich wünsche dem NÖ-Jagdverband alles, alles Gute für die Zukunft und das war für mich heute eben diese Präsentation das Highlight. Mein persönliches Highlight bei der Jagd ist, wenn ich im Revier die Ruhe genießen kann, wenn ich das Wild beobachten kann und wenn es das eine oder andere Mal einen weitgerechten Abschuss auch gibt, den ich dann selber verwerten kann und in meinem Freundeskreis auch genießen kann.